Ja, hallo, hier ist Christian Hemschenmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal wieder eine Frage zum Thema: Kann ich meine Beziehung noch retten? Mein Partner ist, lief eigentlich gut bisher, jetzt wird er auf einmal schnell beleidigt und manchmal auch wütend. Und wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebeship.de und denk dran, es startet wieder der Alltime-Klassiker, die Selbstliebe-Challenge. Ist ein bisschen untergegangen, aber man kann bis 10. Juli dann noch einsteigen. Es wird auch ein bisschen dauern jetzt, bis die nächste kommt. Sicherlich ein paar Monate, also steig gerne noch ein. Ja, eine Nachricht von Anna Lobkova und sie schreibt: Hallo Christian, erstmal vielen Dank für deine tollen Videos, du hast mir schon einige Male weitergeholfen, da ich mich in manchen Situationen wiedergefunden habe. Jetzt zu meinem Problem. Ich befinde mich seit einem Jahr in einer Beziehung, die langsam toxisch zu werden scheint. Mein Partner hat nicht besonders viel Selbstbewusstsein, was jetzt zum Problem wird. In Gesellschaft fühlt er sich von mir zu wenig beachtet, was er danach vorwurfsvoll zum Ausdruck bringt. Ja, da scheint ja wieder jemand zu sein, der die Schuld immer woanders sucht, außer zu gucken, was kann ich tun in dieser Situation. Also jetzt weiß ich natürlich nicht, ist natürlich immer so die eine Seite nur, ob du da irgendwas zu beiträgst, aber scheint mir jetzt nicht so. Also wenn er sich wenig beachtet fühlt, ja, oder... Und selbst wenn er meint, dass du da irgendeinen Anteil dran hättest, dann dürfte er das ja, da geht es wieder um Kommunikation, ne? Dann dürfte er es gewaltfrei kommunizieren, ohne da ja so ein beleidigtes Thema draus zu machen. So, ne? Ich bin ein offener Mensch, der sich auch gerne mit anderen unterhält. Ja, da machst du jetzt bestimmt nichts mit falsch. Es sei denn, du wirst jetzt offensiv vor ihm rumflirten, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Damit tut er sich im Gegensatz zu mir eher schwer. Hinzu kommt, dass er zunehmend wütend wird, wenn ich sage, was mir nicht passt. Ja, jetzt kann natürlich sein, dass ihr da schon in diese Kritikphase kommt, falls ihr so eine toxische Beziehung habt. Aber überhaupt, du machst alles richtig, wenn du sagst, dass irgendwas nicht gefällt und du sagst das im ruhigen Ton, du sagst das jetzt nicht, was ja auch manchmal ist in so einer Pluspol-Wut irgendwie, und er da und setzt seine Standards, was ich immer wieder sage, ja, dann siehst du, wie dein Gegenüber ist, ne? Und es ist scheinbar jetzt nicht so, wie du es gern hättest. Also scheinbar gefällt ihm das nicht, dass du da Grenzen setzt, ne? Beleidigungen sind auch schon ausgesprochen worden. Ja, das ist big fucking red flag, ne? Ja. Was soll man dazu sagen? Das geht gar nicht, ne? Und sicherlich kann das mal in einer längeren Beziehung bei irgendwann passieren, aber sollte jetzt die absolute Ausnahme sein und ist, also jetzt auch aus heutiger Sicht, also bei mir würden da schon alle Alarmglocken angehen, weil ich denke, ey, oh, wo geht das hin? Weil es wird ja meistens nicht so ohne weiteres besser, sag ich mal, ne? Aber da kannst du nur ganz klar sagen, hey, es geht so nicht, reiß dich zusammen, ich erwarte, dass du mich nicht beleidigst, aber offensichtlich ist er da so im Ego, dass er dann schon wieder gekränkt ist und ja. Ich versuche, meine innere Mitte mit Meditationen beizubehalten. Ja, aus meiner Sicht kannst du so lange meditieren, wie du willst. Du kannst dich nicht in einer eventuell toxischen Beziehung, da kannst du nicht gegen an meditieren, so, weil das, also dann übernimmst du sozusagen die ganze Verantwortung für, dass die Beziehung gut läuft und du sollst ja sagen, was dir nicht passt, du sollst das auch nicht wegmeditieren. Natürlich ist es immer gut zu meditieren, kann ich immer wieder sehr empfehlen. Aber ja, ich habe es ihm auch schon vorgeschlagen, ja, du kannst sie nicht retten, immer wieder. Dies auch zu tun, was er anfangs gut fand, jedoch nur ein bis zwei Mal gemacht hat. Ja, das ist genauso wie Fake-Therapie. Du schleppst den irgendwo zum Therapeuten
Und er geht einmal lustlos hin. Ja, was willst du damit machen, ne? Wenn ich ihm ein Video schicke, er macht das nicht. Macht das nicht. Ich sag's immer wieder, schickt euren Partnern keine Videos. Ey, es bringt nichts. Redet mit denen. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen, weiß jetzt auch nicht von wem jetzt, für diesen ganzen Weg interessieren, dann werden sie schon selber drauf kommen, dass sie das vielleicht mal gucken wollen. Aber schickt denen keine Videos. Das ist genau wie Bücher kaufen. Das ist alles für den Arsch. Ja, also wenn ich mir ein Video schicke, bekomme ich mittlerweile nur die Antwort, was soll das? Ja, ist ja auch nicht sehr nett, ne? Ich möchte nur, dass wir beide etwas ausgeglichen sind und auf etwas Gutes hin erwarten. Wenn ich es anspreche, sagt er, dass wir uns in den jeweiligen Situationen zurücknehmen müssen. Es ändert sich jedoch nichts. Ja, wahrscheinlich sollst du dich zurücknehmen, höre ich jetzt mal raus. Wo nimmt er sich denn jetzt zurück? Also das ist eine Sache, die mich immer tierisch aufregt. Ich finde das echt eines der schlimmsten, diese Doppelstandards, ne? Also es ist so, ah, ich bin so empfindlich. Ich bin so empfindlich. Und also falls es das ist, ne, müsst ihr mal prüfen für euch. Jetzt, ich weiß auch nicht, ob es bei euch jetzt so ist, aber dieses so, ich bin so empfindlich und dann aber im nächsten Moment austeilen, so, ne? Dann im nächsten Moment irgendwie eine total krasse Sache machen. Und ja. Also, das kann mich immer. Also, ich habe das auch mal erlebt. Also, das kann einen total aufreiben irgendwie. Und ist immer wieder, ich muss immer wieder denken an so eine Situation, als ich im früher mal Fußball gespielt habe und da war immer einer, der hat immer, also wenn man den man nur mal so berührt hat, hat es, ah, mein Bein, ah, ne? Also war überhaupt nichts passiert, ne? Und im nächsten Moment hat er einen so total fies gefoult, irgendwie so total ekelhaft. Und also, ja, prüft das mal, aber so Doppelstandards geht gar nicht. Also entweder ihr nehmt euch, reißt euch beide am Riemen und keiner beleidigt den anderen und jeder guckt auf sich. Oder es macht eben keiner, aber also dass du es machst und er nicht, das funktioniert nicht. Ja. Bevor diese Beziehung begonnen hat, war ich ein fröhlicher, ausgeglichener Mensch, was ich jetzt nicht mehr von mir behaupten kann. Ja, das ist immer kein gutes Zeichen so. Außerdem legt mein Freund, dass ich ihn jedes Mal wütend mache. Aber ist nicht jeder für seine eigenen Gefühle verantwortlich? Ja, im Prinzip ja, nur das würde natürlich bedeuten, dass du für deine Gefühle auch verantwortlich bist. Also wenn dich das aufregt, was er macht, auch deine Emotionen so, ne? Gut, jetzt weiß ich nicht, wäre jetzt mal interessant zu hören, was du dann gesagt hast, worüber sich aufregt. Nur, also meistens ist es ja so, ich weiß, das musst du jetzt mal prüfen. Also die meisten Leute, die mir schreiben, die haben aber wirklich nichts, waren wirklich versucht, nett zu sein und weiß ich nicht, und kriegen trotzdem eins über. Aber wenn du ihn jetzt natürlich irgendwie angefahren oder provoziert hättest, ja, das wäre jetzt was anderes. Das müsstest du für dich mal prüfen, so. Ja. Aber wenn du jetzt eigentlich nur gesagt hast, was du dir wünschst und was du denkst, und er wird darauf wütend und du warst eigentlich ganz ruhig, ja, dann natürlich bist du für deine, ist jeder für seine Emotionen verantwortlich, aber das ist dann gar nicht die Frage. Das ist die Frage, willst du das? Und bricht er nicht deine Grenzen? Das ist die entscheidende Frage, ne? Weil ganz egal, wer für welche Gefühle verantwortlich ist, du möchtest nicht in einer grenzüberschreitenden Kommunikation sein. Das brauchst du nicht. Das musst du auch nicht aushalten. Ne? Da kannst du sagen, nein, möchte ich nicht. Hier ist die Grenze. So, und wenn sich dann jemand aufregt, weil die Grenze gesetzt wird, ja, da kannst du für dich nochmal rausziehen, ah, womit habe ich das jetzt vielleicht angezogen? Habe ich vielleicht generell ein Thema mit Grenzen? Also da kannst du bei dir gucken, so, aber dass er das lassen muss, ist keine Frage. So, ne? Wenn er deine Grenzen überschreitet. Das heißt, muss, also er muss es natürlich nicht, aber dann musst du halt sagen, wirst du irgendwann sagen müssen, ja, so geht's nicht. Ne? Das will er nicht verstehen und ist regelrecht festgefahren.
Ja, du kannst jemanden nicht irgendwas verstehen machen, sonst geht einfach nicht, ne? Deswegen dieses, weiß ich, ob du mal Modul 1 gemacht hast, immer wieder Standards und Dealbreaker, dass du für dich guckst, wie du eine Beziehung führen möchtest, dann brauchst du auch überhaupt nicht dich den Kopf zermartern, was er machen soll oder ob er dann, welchen Anteil er hat, du hast, das kannst du alles, das kann man alles machen, aber bei Standards und Dealbreaker musst du nur gucken, ist das die Beziehung, die ich führen möchte? Und wenn du jetzt einen Partner hast, der ein Thema hat mit Grenzen, so, dass er die nicht einhalten kann, so, und du setzt diese Grenzen, ja, dann richtet das sich unter Umständen auf, aber dann weißt du noch mehr über eure Beziehung, so, ne? Natürlich hat er auch seine guten Seiten, ja, jeder hat gute Seiten, ist einfach die Frage, ob es für dich passt, so, ne? Oder auch für euch, selbst wenn man jetzt ihn mal rausnimmt aus der Rechnung, passt das für euch, so, ne? Ist es, also vielleicht reibt er dich auch, also reibst du ihn auf irgendeine Art auch total auf und vielleicht mit jemand anders, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber könnte ja sein, dass er mit jemand anders besser klarkommen würde und ruhiger wäre, so, ne? über Weiterentwicklung kann ich mit ihm nicht reden. Ja, muss, also vielleicht interessiert er sich dafür einfach nicht. Aber wie gesagt, du kannst ihn jetzt nicht wie so ein Esel, nicht, dass er ein Esel ist, aber wie so ein Esel an die, irgendwie so einen Berg raufziehen. Das funktioniert nicht, wenn er sagt, habe ich keinen Bock zu, ist mir scheißegal, ich will mich nicht weiterentwickeln. Das ist sein gutes Recht, ne? Er hat seine guten Seiten, macht mir Komplimente. Ja, deswegen immer Standards und Dealbreaker. Also man kann, Standards sind verhandelbar. Und da kann man überlegen, man kann das ausgleichen. Dealbreaker sind nicht verhandelbar. Wenn er dich zum Beispiel auf eine krasse Art beleidigt, dann ist es egal, wie viele gute Seiten er hat. Da würde ich immer sagen, nicht mein Spiel hier. Ne? mach mir Komplimente und sag, dass er mich liebt. Ja, also was er sagt, das ist ja was, meine Meinung, was jemand sagt, ist völlig irrelevant. Völlig. Komplett irrelevant. Spielt überhaupt keine Rolle. Was tut jemand? Also wenn dann auch die Worte dazukommen, das freut man sich natürlich. Aber Worte alleine, komplett für den Arsch. Komplett für den Arsch. Echt. Also ich kann tausendmal sagen, ich liebe dich und hintenrum mache ich die abscheulichsten Sachen irgendwie und weiß ich nicht. Also jetzt, ich jetzt in eurer Beziehung, aber gibt's ja, ne? Weiß ich nicht, mach die gruseligsten Sachen und hab vielleicht auch noch, weiß ich nicht, gebe ja auch noch einer drauf ab irgendwie und ja, und vorne rum sage ich, ja, ich bin ganz nett und ich liebe dich. Nee, das spielt dann keine Rolle, ne? Achso, jetzt noch ein Paragraph, den ich noch gar nicht gelesen. Ich kann aber nicht alleine an der Beziehung arbeiten, dazu gehören immer noch zwei, genau. Absolut richtig. Ich weiß zwar, dass er nicht viel Zeit zum Meditieren hat, da er im Sommer viele Überstunden machen muss. Also, ja, er muss ja auch nicht meditieren. Das ist egal, er könnte vielleicht, könnte es einfach lassen, dich zu beleidigen. So, muss man ja auch nicht unbedingt für meditieren. So, ne? Und vielleicht denkst du meditieren, dass er da so Einsichten kriegt, aber du kannst niemanden dazu bringen, dass er etwas macht, was er nicht will. So, ne? Im Winter werden die dann abgebohrt, aber von alleine ändert sich nichts. Ich merke, dass die Liebe und Verbundenheit mit jeder Auseinandersetzung weniger wird. Ja. Das ist dann so, ne? Würdest du doch schade finden, wenn diese Beziehung endet. Was mich auch noch in der Beziehung hält, ist, dass ich schon einige kürzere Beziehungen nach meiner Scheidung hatte und dass wohl mein Umfeld dazu sagen, was wohl mein Umfeld dazu sagen würde, wenn ich wieder eine Beziehung beende. Ach, ja, ja. Weißt du, die Leute, also das kann ich dir als YouTuber wirklich sagen, die Leute reden sowieso, die reden alle mögliche Sachen überein, gute Sachen, schlechte Sachen, die reden sowieso. Also wenn du kannst es sowieso, du kannst es machen, wie du willst und immer findest jemand blöd oder ist angetriggert oder das funktioniert nicht. Ne? Und ist doch scheißegal. Also das ist auch je nachdem, wie viel man sich vorgenommen hat, wenn man sich viel Entwicklung vorgenommen hat in diesem Leben,
hat man unter Umständen, braucht man dafür auch mehrere oder sogar viele Beziehungen, weil man immer noch einen Schritt weiter geht, noch einen Schritt weiter geht und dann ist man vielleicht wieder in einer langen Beziehung, wenn man so einen Schritt erreicht hat irgendwie und ist doch viel besser, in kürzeren Beziehungen zu sein und zu sagen, nee, es ist nicht, was ich möchte, als nur, weil die Gesellschaft oder weil dein Umfeld, die Gesellschaft sagt das schon eigentlich schon gar nicht mehr, glaube ich, aber weil dein Umfeld sagt, ja, du musst jetzt eine längere Beziehung sein. Nee, Scheiß musst du gar nichts. Musst du, wenn du bis an dein Lebensende kurze Beziehung hast, Scheiß drauf. Echt, das ist dein Leben. Und oft ist es auch manchmal Neid, dass du da vielleicht einen nach dem anderen hast und die anderen denken, oh Gott, ich hätte gern einen Typen, den ich gut finde. Keine Ahnung, ne? Also kann auch sein irgendwie, aber ey, das ist wieder das Gleiche. Lass dich nicht bremsen irgendwie, ne? Lass dich nicht bremsen, ne? Gut. Ich weiß, dass es Bullshit ist, aber ich komme da momentan nicht gegen mich an. Ja, das ist ja deine Gedanken, die kannst du schon gegen ankommen, ne? Was mich noch stört, er ist immer schnell beleidigt. Ja, gut, hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen, wie gesagt, diese Doppelstandards, das finde ich immer ganz schwierig, ne? Wenn man so austeilt und wird aber selber ist man voll die Mimose, also finde ich ganz schwierig. Das kenne ich auch, ja. Bevor diese Beziehung begonnen hat, war ich ein fröhlicher, ausgeglichener Mensch, was ich jetzt nicht mehr von mir behaupten kann. Ja. Gut. Ja, ich denke, habe ich gesagt, was dazu zu sagen ist. Und wir werden uns bald wiedersehen. Ich wäre froh, wenn du ein Video darüber machen könntest. Deine Meinung zu meinem Fall interessiert mich sehr. Ich danke dir dafür. Ja, wie gesagt, also guck einfach, ob es für dich so stimmt, weil er kann natürlich eine ganz andere Meinung haben. Er kann natürlich das Gefühl haben, ich mache gar nichts und du musst dich zurücknehmen, wobei nur weil er irgendwie eifersüchtig ist bei einer ganz normalen Gesprächssituation oder würde ich mich aber gar nicht zurücknehmen. Also muss man jetzt auch keinen riesen Fass aufmachen oder kann man einfach sagen, nee, ich rede hier einfach nur, ich höre mir das gerne an, du kannst mir das ruhig sagen irgendwie, was hier Sache ist. Aber glaub nicht, dass du die Eifersucht von jemand in den Griff kriegen kannst, indem du einfach mit niemandem mehr redest. Also das sind keine modernen Beziehungen, das sind so altertümliche Beziehungen, wo man sich gegenseitig tot kontrolliert oder einer den anderen kontrolliert. Nee. So, und wie gesagt, das so richtig gefallen tut mir das nicht. Hier mit diesen ganzen Sachen hier. Ja.